zwei Männer und ihr Baby. Vaterfreuden. Doch Michael und Steve fürchten, dass morgen Donald Trump Präsident werden könnte. Sie sind nicht die einzigen in Amerika. Wir erwägen ernsthaft, die USA zu verlassen. Wer ist für Trump? Hände hoch. Hillary ruft nur einer. Hier hat Clinton kaum Anhänger. Viele Wähler kehren den Demokraten den Rücken, wie John, der Colonel. Das Beste an Trump ist, der glaubt, dass er dieses Land besser machen kann. Ein Land, zwei Welten, meilenweit voneinander entfernt, gespalten. Auch durch einen Mann, den die einen fürchten und die anderen vergöttern, weil er Amerika wieder groß machen will. We will make America great again. Jasmin, das große Glück ihrer Väter. Michael und Steve Bingham Hawke haben die Kleine adoptiert, da war sie gerade 2 Tage alt, anonym abgegeben in einer Babyklappe in Boulder, Colorado, im mittleren Westen. Die leibliche Mutter hatte nur einen Brief dazugelegt. Sie sei eine junge arabische Studentin und stamme aus einer muslimischen Familie. Man möge ihre Tochter Jasmin nennen. Die selbstständigen Eventmanager sind gern von Chicago nach Boulder gezogen, schon des liberalen Klimas wegen. Ihre dunkelhäutige Tochter soll frei und unbelastet aufwachsen in Amerika. Dass dies nicht selbstverständlich ist, hat das Paar oft zu spüren bekommen. Auch Jahre nach der Legalisierung der Homo-Ehe sind Vorurteile und Diskriminierung noch weit verbreitet. Heute belasten die Väter vor allem die düsteren und undifferenzierten Drohungen des Donald Trump gegen Muslime. Michael und Steve fürchten, Jasmin könnte fremdenfeindlichen Beleidigungen oder gar Übergriffen ausgesetzt sein, sollte Trump Präsident werden. We must immediately suspend immigration from any nation that has been compromised by terrorism. We don't want them in our country. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich nicht willkommen bin, das mich nicht will. Mit einem Präsidenten, der Familien wie uns und Kinder wie Sie nicht unterstützt, da will ich nicht sein. Und wenn Amerikas Wähler Trump ins Amt wählen, heißt das doch, dass rund die Hälfte glaubt, woran er glaubt. Das ist beängstigend und ein furchteinflößender Ort für ein schwules Paar mit der Tochter einer muslimischen Frau. Echt erschreckend. In welchem Amerika wird Jasmin wohl aufwachsen? Das fragen sich ihre Väter mit bangem Blick auf die Wahlnacht. Es ist noch nicht lange her, dass Amerika Homosexuellen die Gleichberechtigung gewährt hat. Solche Bürgerrechte müssten nun gegen Trump und seine Anhänger verteidigt werden, finden Michael und Steve. Wofür er steht und Teile seiner Persönlichkeit sind problematisch. Eben weil er ein Vorbild wäre. Der Präsident unseres Landes, der Anführer der freien Welt, wäre jemand, der Frauen Miss Piggy nennt, der zu rassistischen Ideen und Gewalt anspornt. Er erteilt Leuten quasi einen Freifahrtschein, gewalttätig zu sein. Verurteilt das nicht. Rassistische Gruppen folgen ihm. Es ist, was Trump in anderen Leuten weckt, was mir am meisten Angst macht. Am liebsten wäre Michael und Steve eine dritte Amtszeit Obamas gewesen. Doch nun präsentieren sie sich als Clinton-Wähler aus Furcht vor Trump.
Den einen macht er Angst, bei den anderen schürt er Angst. Donald Trump treibt eine ganze Gesellschaft vor sich her. Schwarze und Latinos neigen zu Clinton, das weiße Amerika ist hin und her gerissen. Auch einen Tag vor der Wahl ist alles völlig offen. So knapp ist das Rennen, so tief gespalten ist die Gesellschaft. Gespalten zwischen Trump und Clinton und mit kaum noch Vertrauen in die Politik. 3/4 aller Amerikaner haben kein oder nur wenig Vertrauen in ihr politisches System. Fast ebenso viele halten die eigene Regierung für korrupt. Feindbild Washington. Symbol der Entfremdung von den Leuten draußen im Land, von der Lebenswirklichkeit so vieler. Wenn in so einem Klima Wahlen stattfinden, dann profitieren Populisten. Das ist Hillary Clintons Problem. Sie ist Teil des Systems. Seit mehr als 30 Jahren war First Lady, Senatorin, Außenministerin, ist Vollblutpolitikerin. Vielen gilt sie gerade deshalb als unglaubwürdig. Politikverdrossenheit, das ist sein größter Trumpf. Donald Trump trifft den Nerv so vieler. Ausgerechnet er, ein Milliardär aus der Metropole New York, spürt das Unbehagen der kleinen Leute. Und ausgerechnet er erscheint so vielen im Land als letzter Ausweg. Johnstown, Pennsylvania. Hier schlug einst das stolze Herz der amerikanischen Stahlindustrie. Doch die Zeiten des Booms sind lange vorbei. Die Branche stirbt. Missmanagement, Überkapazitäten und Billigstahl aus Übersee trieben die meisten Werke in die Pleite. Tausende Stahlarbeiter verloren ihren Job und Johnstown 3/4 seiner Bevölkerung. Die Misere, typisch für den sogenannten Rust Belt, den Rostgürtel, Amerikas kriselnde Industrieregion. In diesem Teil Pennsylvanias haben sie jahrzehntelang demokratisch gewählt. Sogar als die USA im Reagan-Fieber waren, stimmten die Arbeiter hier für Carter. Doch jetzt dominieren Trump-Schilder die Vorgärten. Die enttäuschte Mittelschicht wendet sich von den Demokraten ab. Clinton trauen viele nicht. Trump soll Johnstown vor der Globalisierung schützen. Vom superreichen Immobilienmogul fühlen sich vor allem wenig gebildete weiße Arbeiter verstanden. I have visited the laid off factory workers. These are the forgotten men and women of our country who work hard but no longer have a voice. Die Trump-Schilder werden knapp. Johnstowns Republikaner mussten schon Tausende nachbestellen. In dieser Gegend hoffen sie, dass Trump ihnen illegale Einwanderer vom Hals hält und ein Jobwunder beschert. Ich habe eine Plakette gekauft und 2 Schilder für den Vorgarten. Warum wollen Sie Trump-Schilder aufstellen? Weil die Jobsituation in meiner Stadt trostlos ist. Es gibt keine Arbeit. Meine Kinder mussten wegziehen, um was zu finden. Die werden wohl nie mehr zurückkommen. Noch etwas treibt viele zu Trump. Abgrundtiefer Hass auf Hillary Clinton. Der trauen sie alles zu. Sie ist gegen Waffen. Sie lässt Einwanderer unkontrolliert ins Land, will die Grenzen nicht sichern und so weiter und so weiter. Sie taugt einfach nichts. Aber was macht Trump für Sie so attraktiv? Was ist seine starke Seite? Er ist kein Politiker. Das macht ihn so reizvoll für viele. Trump ist kein typischer Politiker. Er ist reich, er wird kein Schmiergeld annehmen. Er scheint ehrlich zu sein. Deshalb unterstützt ihn jeder. Ich glaube, Trump wird deutlich siegen.
And I think that's why everybody's going to support him. I think he's going to win big. I was at a Democratic Party. Ich war Mitglied der Demokratischen Partei bis vor 2 Jahren. Als ich hörte, dass Donald Trump antritt, erinnerte ich mich an meine Stoßgebete, dass Gott uns einen schicken möge, der gut ist und kein Betrüger, um dieses Land zu retten. Ich hatte mich sehr aufgeregt über all diese Politiker, dieses Washingtoner Kartell. Mit ihren Harleys halten Tom Leslie und Lynn Schrock am Parteibüro der Republikaner. Auch der ehemalige Stahlarbeiter und sein Kumpel wollen nun Flagge zeigen für Donald Trump. Je mehr Amerikas Medien auf ihren Kandidaten eindreschen, umso entschlossener verteidigen sie ihn. Nur Trump könne Amerikas Schwerindustrie retten, schwören 2, die ihren Jobs in Stahlwerk und Kohlezeche bis heute nachtrauern. Ich glaube einfach, er ist der bessere Mann für den Job. Ich fahre jetzt einen LKW und kutschiere das demontierte Stahlwerk Stück für Stück zum Schrottplatz. Das ist ein Weckruf, da begreifst du, was hier los ist. Frust macht sich breit. Die große Wut ist weg. Wir sind nur noch traurig. Ich verkaufe jetzt Versicherungen, vor allem an alte Stahlarbeiter. Und viele sagen mir, ich kann einfach nicht an unserem alten Werk vorbeifahren. Ich träume jeden Monat mindestens einmal, dass ich da noch arbeite. Trump weiß, was zu tun ist. Amerika braucht Energie aus Kohle. Wir haben sie hier. Wir müssen sie nur nutzen. Man könnte so viele Leute wieder in Arbeit bringen. Und so rammt auch Tom sein Trump-Schild in den Rasen. Ärger mit den Nachbarn muss er nicht befürchten. Für Hillary Clinton ist hier weit und breit kein Mensch. Tom und Lynn reden viel über diese Richtungswahl. Das Land müsse mit Donald Trump wieder anknüpfen an die glorreiche Zeit, als Made in USA noch ein weltweit respektiertes Gütesiegel war. The greatness of America is manufacturing and the culture of pride. Amerikas Größe liegt im Produzieren. Darauf sind wir stolz. Aber wenn wir nicht erhalten, was wir an Industrie haben, und zurückholen, was verloren ging, dann kann ich mir einige beängstigende Szenarien vorstellen. Aber wenn Trump Leute findet, die sich mit Industrie- und Handelsverträgen auskennen, dann müssen wir es mit ihm versuchen. Die letzte Regierung hat ja gezeigt, dass der Bau von Solarplatten nicht funktioniert. We've already seen from the last administration, building solar panels doesn't work. Endlich wieder richtig Gas geben. Amerikas volle Kraft auf die Straße bringen. Zurück auf die Überholspur. Davon träumen Tom und Lynn schon lange. Für sich und Johnstown, für Pennsylvania und das ganze Land. Donald Trump macht sich ihre Sehnsucht zunutze. Sein Slogan ist Musik in ihren Ohren, der Soundtrack für eine strahlende Zukunft. For the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. Frühschoppen für Tom und Lynn im Phoenix. Vor Johnstowns Niedergang floss das Bier in dieser Kneipe in Strömen im Dreischichtbetrieb. Heute kommen vor allem ehemalige Stahlarbeiter für einen sentimentalen Blick zurück. Die Alten haben uns gesagt, Kumpels, macht euch keine Sorgen. Stahl wird immer gebraucht. Stahl ist top. Amerika wird immer Stahl brauchen. Doch in den 70ern kam die Krise. Keine Aufträge, keine Arbeit. Geplatzte Träume, gebrochener Stolz. Ich sollte doch der starke Rückhalt der Familie sein. Und ich? Ich musste die letzten Pennies für Zigaretten zusammenkratzen. Ich brauchte Lebensmittelmarken, um meine Familie über Wasser zu halten. Sozialhilfe.
And you lose that pride that you had. Du verlierst deinen Stolz und siehst dich selbst nicht mehr als richtigen Mann. Das war schwierig. Dann rufst du deinen früheren Vorarbeiter an und der winkt ab, sieht schlecht aus, keine Aufträge. Das war übel. Ich tendiere zu Trump, aber der macht mich manchmal wahnsinnig. Dann denke ich, halt einfach mal die Klappe, dann könntest du die Wahl erdrutschartig gewinnen. Der hat einfach keinen Filter zwischen Hirn und Zunge. Andererseits, du kriegst, was du siehst. Ich find's unfair, dass sie ihn einen Rassisten schimpfen. Ich hab nichts gegen Einwanderung. Wir säßen hier alle nicht an der Bar, wenn unsere Vorfahren nicht eingewandert wären. Alle, die damals kamen, strebten nach einem besseren Leben. Aber die kamen legal. We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities. Tom will sich nicht damit abfinden, dass Johnstowns stolze Industrietradition Geschichte sein soll. Anklagend präsentiert der frühere Stahlarbeiter ein historisches Foto seines abgerissenen Werkes. Tom wählt Trump, damit in Amerika endlich wieder die Schlote rauchen. Es gibt viele Johnstowns in Amerika. Und viele Menschen, die sich wie in einer Sackgasse fühlen. Obwohl Obama Millionen neuer Jobs geschaffen hat. Das Land hat sich verändert unter seinem ersten schwarzen Präsidenten. In einem Tempo, das vielen zu schnell ging. Das viele verunsichert und andere wütend gemacht hat, weil sie sich abgehängt fühlen oder überfremdet. Donald Trump ist ein Phänomen des alten Amerikas. Seine typischen Wähler sind weiß, vergleichsweise einkommensschwach und haben keinen Hochschulabschluss. Auch wenn er in allen Bevölkerungsgruppen Stimmen bekommt, seine Anhänger spiegeln ein Land, das es so längst nicht mehr gibt. Donald Trump zieht sie an, weil er spricht wie sie, weil er sagt, was viele denken, weil er die Tabus politischer Korrektheit bricht. Auch wenn so viele seiner Wahrheiten keine sind, sondern schlicht Lügen. Sie kommen an. Amerika, das Einwanderungsland, soll eine Mauer bauen? Immerhin ein Drittel der Amerikaner ist jetzt dafür. Für Muslime sollen Sonderregelungen gelten bei der Einreise. Das finden sogar 50% richtig. Allen anderen aber macht genau das Angst. Denn es gibt die anderen, all jene, die auch Amerika sind. Das Land der vielen Hautfarben, das Land der neuen Jobs, das Land, das sich ständig neu erfindet. Zurück in Boulder, Colorado. Kaum irgendwo in den USA ist die Lebensqualität so hoch wie in der kleinen Universitätsstadt. Das fortschrittliche Klima unwiderstehlich für Kreative, für Start-up-Visionäre. Bernie Sanders lag hier bei den Vorwahlen deutlich vorn. Seine enttäuschten Anhänger muss Clinton nun überzeugen, dennoch zur Wahl zu gehen und für sie zu stimmen. Doch in Boulder, wo Bio zum guten Ton gehört, glauben viele, dass Clinton den Banken näher ist als den Bürgern. Kann sie genug Wähler mobilisieren? Donald Trump ist für die meisten hier unwählbar. Ich bin sehr besorgt. Ihr Deutschen habt ja Erfahrung mit Faschismus. Der Faschismus, den einer der Kandidaten verkündet,
ist beängstigend. Und ich will das nicht hier in den USA erleben. Obwohl ich kein großer Fan von Hillary Clinton bin, so ist sie Donald Trump doch haushoch überlegen. Schon am frühen Morgen sind sie in Boulders Bergen unterwegs, Ausläufer der Rocky Mountains. Die ganze Stadt ständig in Bewegung. Maria Uspensky hat ihre Mitarbeiter zu einem Betriebsausflug motiviert. Die Unternehmerin vertreibt Wellness-Tee, ist gleichzeitig großzügige Wohltäterin. Erfolgreich Geschäfte machen und Gutes tun, typisch Boulder. Noch vor ein paar Monaten hatten sie leidenschaftlich Bernie Sanders unterstützt. Mit seinen Ideen für ein sozial gerechteres Amerika wäre er Maria und den meisten ihrer Mitarbeiterinnen viel lieber gewesen als Hillary Clinton. Ich kann nicht begreifen, warum es in einem so wundervollen Land wie den USA, mit so tollen Leuten und all dem menschenfreundlichen Unternehmergeist, keinen Präsidentschaftskandidaten gibt, der diese Werte verkörpert. Trump ist für sie alle ein Schreckgespenst, das ihnen Angst macht. An Hillary Clinton scheiden sich dagegen die Geister. Die einen verurteilen ihre Nähe zum großen Geld, andere preisen ihre langjährige Erfahrung. Ich stehe voll hinter Hillary Clinton. Sie ist brillant, hat ihr ganzes Leben für ihre Überzeugungen gekämpft. Ich kann verstehen, warum viele ihr gegenüber Vorbehalte haben. Aber ich glaube, viele sind einfach frauenfeindlich oder zu wenig informiert. Ich kann immer noch nicht fassen, dass wir einen Stümper wie Trump ernsthaft als Präsident unseres Landes in Betracht ziehen. Ob nun Trump gewinnt oder Clinton, am Ende ist es für den Wandel doch viel wichtiger, welche täglichen Entscheidungen ich treffe, wo ich einkaufe, wen ich unterstütze, ob ich Biokost oder konventionelle Lebensmittel kaufe. Die Kraft des Tees hat Maria Uspensky entdeckt, als sie dem Tode näher war als dem Leben. Eine Krebserkrankung wurde zum Wendepunkt für die Unternehmerin. Seitdem versucht sie, Harmonie, Teamgeist und Toleranz vorzuleben. Doch der schrille Wahlkampf, vor allem Trumps frauenverachtende Parolen, haben auch diese Wellness-Welt erschüttert. Ich habe gerade wieder so einen TV-Spot über Trump gesehen, all seine erniedrigenden Sprüche über Frauen. Ich kann mir kein Land vorstellen, das von so jemandem geführt wird. Wie soll so ein Präsident jemals Vorbild sein? Ich will gar nicht darüber sprechen. Hier die Ruhe zu bewahren angesichts des Politspektakels da draußen, nicht leicht. Maria verkostet neue Mischungen, will ihren Kunden asiatische Teekultur schmackhaft machen. 10% des Umsatzes spendet sie für einen guten Zweck. Mit dieser amerikanischen Tugend tröstet sich Maria schon für ein Wahlergebnis, das sie als Mensch nur enttäuschen kann. So regardless of how the US election turns out in November, I don't think I'll be doing backflips for joy the next day. Wie die Wahl auch immer ausgehen mag, ich werde danach keine Purzelbäume schlagen vor lauter Freude, höchstens aus Erleichterung. Aber ich spüre, dass viel von uns abhängt. Wir können das Land verändern und den Fortschritt vorantreiben, wie wir ihn wollen, ob ökonomisch oder moralisch. Business, economic and really moral direction the way we want to carve it. Marias Bestseller heißt Boulder Blues, etwas bitter im Abgang. So fühlte sie, als ihr Idol die Vorwahl verlor. Sanders konnte echte Aufbruchstimmung erzeugen. Clinton kämpft noch darum. Our country needs your ideas, energy and passion.
That is the only way we can turn our progressive platform into real change for America. Marias Team will, dass ganz Amerika so wird, wie Boulder bereits ist, tolerant und weltoffen. Deshalb hatten viele auf einen Präsidenten Sanders gehofft. Um Trump vom Weißen Haus fernzuhalten, wählen sie nun Clinton, zähneknirschend. So viele im Land haben Hillary Clinton längst links überholt. Clinton als das kleinere Übel? Überzeugte Anhänger sehen anders aus. Bei den Vorwahlen holte Bernie Sanders mehr als 40% der Stimmen. Seine Fans braucht Clinton jetzt. Ihretwegen ist sie selbst weit nach links gerückt im Wahlkampf. Fordert jetzt höheren Mindestlohn. Ist plötzlich gegen Handelsverträge. Dass sie dabei bleibt, glauben ihr wenige. Denn das ist ihr größtes Problem, Glaubwürdigkeit. Zu oft in ihrer Karriere hat sie unangenehme Wahrheiten verheimlicht. Ihre Nähe zur Wall Street werfen sie ihr vor. Clinton hat dort Millionen allein mit Redeaufträgen verdient. Oder ihre Zustimmung zum Irakkrieg. Clinton sagt heute, sie bereue das, es sei ein Fehler gewesen. Nicht nur die Linken im Land nehmen ihr diesen Fehler übel. Und die, die ihn ausbaden mussten, vergessen nicht. Lasse nie Kameraden im Feuer zurück. Dieser Ehrenkodex war lebenswichtig für Steve Polacek, damals im Irakkrieg. Er ist gelernter Stahlarbeiter wie sein Vater Josef. Ihre Vorfahren waren aus der Slowakei nach Johnstown, Pennsylvania eingewandert. Der letzte Hufschmied erinnert sie an die gute alte Zeit. Heute arbeitet er nur noch als Attraktion auf einer County Fair, einer Kirmes. Eine Rentnerband spielt Evergreens aus besseren Tagen. Doch zum Feiern ist niemandem zumute. Stahlkrise und Jobmisere stürzten die Stadt in die Depression. Nun soll Donald Trump ihren amerikanischen Traum wiederbeleben. To every parent who dreams for their child and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. Trump soll endlich den Kurs ändern in Washington und Amerikas Arbeitsplätze wieder verteidigen, findet Steve. Er darf mitfahren auf einer betagten Dampfmaschine, made in USA. Das stählerne Ungetüm ist schwerer und lauter als die Panzer, mit denen der Stahlarbeiter im ersten Irakfeldzug war. Doch dass die Technik von einst noch funktioniert, rührt den Veteran. Ein großartiges Symbol aus alten Tagen. Deshalb zeigen sie es den Leuten gern bei solchen Festen. Macht sie das stolz als Stahlarbeiter? Klar, das ist Teil unserer Geschichte. Johnstown feiert die Vergangenheit, weil die Zukunft zum Fürchten ist. Der Fortschritt an Gegenden wie dieser vorbeigegangen. Viele fühlen sich als Globalisierungsopfer. Woher sollen hier auch neue Jobs kommen? Und wer noch Arbeit hat, wie Stahlarbeiter Steve, der muss täglich bangen, weil auf nichts mehr Verlass ist in Amerika. Sichere Jobs gibt's doch gar nicht mehr. Ich hoffe, dass unsere Fabrik produziert, solange sie kann. Ich bin 22 Jahre dabei. Ist nicht mehr lange bis zur Rente. Wenn ich noch 10 Jahre da arbeiten kann, wäre ich schon happy. Ich habe über das Stahlwerk nachgedacht. Ist doch cool, mit glühendem Zeugs zu arbeiten. Aber auch gefährlich. Meinst du, solche Jobs gibt's noch, wenn du groß bist? Glaube ich nicht. Die modernen Sachen werden das alte Zeugs ablösen.
In Steves Stahlwerk sind von tausenden Arbeitern nur ein paar hundert übrig. Er ist einer davon. Stolz zeigt er seiner Frau Lori ein paar Handyaufnahmen aus der heißen Hölle seiner Welt. 10 Stunden lang hantiert Steve mit dem glühenden Stahl, ein echter Knochenjob, gefährlich und schlecht bezahlt. Die Gewerkschaft hat den verbliebenen Arbeitern empfohlen, für Clinton zu stimmen. Doch Steve wirft ihr vor, beim Terrorangriff auf das US-Konsulat im libyschen Benghazi falsch reagiert zu haben. Nachdem sie den Männern in Benghazi keine Hilfe geschickt hat, ist sie für mich als Ex-Soldat abgeschrieben. Ich kann ihr nicht trauen. Sie würden sie also nicht wählen? Wen wählen Sie dann? Ich werde wohl Trump wählen. Steve und die stolzen Stahlarbeiter in Johnstown wählen lieber einen Mann mit Charakterschwächen als eine Frau, die sie für eine charakterlose Karrierepolitikerin halten. Donald Trump oder Hillary Clinton, beide sind nicht nach dem Geschmack von Stephen Winter. Nach seinem Studium an der Elite-Uni in Yale kam er zum Promovieren nach Boulder. Hier hat der Umweltaktivist die Kooperative Pickle Brick gegründet. Die Idee: 8 junge Leute bauen Obst und Gemüse an, leben unter einem Dach, teilen sich ein altes Auto und ein paar Fahrräder. Möglichst wenig verbrauchen im Land des schier unbegrenzten Konsums. Amerika soll grüner werden. Die Pickle Brick Kooperative versorgt sich weitgehend selbst, macht sogar ihren eigenen Käse. Doch der Wahlkampf stürzt die jungen Leute nun in Gewissenskonflikte. Trump wollen sie auf jeden Fall verhindern, aber Clinton ist ihnen nicht grün genug. Obwohl die Kandidatin seit ihrem Sieg über Bernie Sanders unverhohlen um dessen Anhänger buhlt. Your generation, the young people of America, are the most tolerant, open and generous generation in American history. Begeisterung löst Hillary Clinton hier nicht aus. Für Steven und seine Freunde gehört Amerikas ehemalige Außenministerin zum alten Establishment. Wirklich frische Ideen traut ihr kaum jemand zu. Aber Donald Trump im Weißen Haus? Allein bei der Vorstellung graut es ihnen. Die Pickle Brick Kooperative hat das Gefühl, Trump sei als Präsident eine konkrete Bedrohung. Sehr große Bevölkerungsgruppen, ob Muslime, Juden, Latinos oder Schwarze, werden doch jetzt schon körperlich bedroht. Das sehen Sie bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen, bei der Polizeigewalt, die von Trump ausdrücklich gebilligt wird, wie von den weißen Rassisten, mit denen er sich verbündet hat. Darunter ehemalige Mitglieder des Ku Klux Klans. Er ist auf der widerlichsten Seite unserer Geschichte. Und wir stehen vor einer simplen Wahl. Du kannst ihn wählen oder sie. A binary choice. You can choose him or you can choose her. She is completely well prepared for the job. Sie ist extrem gut vorbereitet auf das Amt. Vermutlich besser als irgendein Präsidentschaftskandidat in der Geschichte. Und ich fürchte, es gibt noch immer viele in diesem Land, die sich nicht vorstellen können, sie zu wählen. Nur weil sie eine Frau ist. And that's judging people. Das ist unfair und besorgniserregend. I find that very worrisome. Boulder ist nur der Anfang. Steven und seine Freunde wollen die Welt verbessern. Doch zunächst wollen sie die Welt bewahren vor Donald Trump. Aus ihrer Sicht ein amerikanischer Albtraum. Es ist kalt geworden in Colorado.
Michael und Steve haben reichlich Gepäck auf ihrem Weg nach Idaho. Computer, Kabel, Messgeräte. Sie managen einen Marathon 1300 Kilometer nordwestlich von Boulder. Ihre Tochter Jasmin ist die langen Nachtfahrten gewöhnt. Bis zur Präsidentschaftswahl sind es nur noch wenige Tage. Die kleine Familie reist durch ein extrem aufgewühltes Land. So haben Michael und Steve Amerika noch nie erlebt. Auf den letzten Metern liefern sich Clinton und Trump eine wahre Schlammschlacht. Ich war geschockt über die letzten Wochen. Erst kam dieses Video ans Licht, in dem Trump abfällig über Frauen spricht. Da sah es so aus, als würde Clinton erdrutschartig siegen. Aber seit einer Woche holt Trump wieder auf. Es sind Clintons Schwächen, die Trump stärken. Gerüchte über Filz und Korruption bei der Clinton-Stiftung und immer neue Details über 30.000 gelöschte E-Mails der ehemaligen Ministerin. Ich denke, das wird ziemlich aufgebauscht. Die Frage ist doch, wer wäre für dieses Land gefährlicher? Und das ist nicht Hillary Clinton, trotz der 30.000 E-Mails. Das würde doch niemals die USA zu Fall bringen. Trump dagegen schon. Zu Beginn des Vorwahlkampfs hielt es kaum jemand für möglich, dass Donald Trump weit kommt. Doch er wurde der Kandidat der Republikaner. Seitdem scheint alles möglich, auch dass er Präsident wird. Dabei glaubte sich Clinton lange auf der Überholspur. Die erste Frau auf dem Weg ins Weiße Haus. Die erste, die es schaffen kann. Diese Wahl sollte eine historische werden. Mit einer strahlenden Präsidentin. Eine, die die gläserne Decke durchbrochen hat. Die den vielen Mädchen und jungen Frauen im Land zeigt, wir können es. Und wir können es besser. Doch noch immer glaubt mehr als ein Drittel der Amerikaner, das Land sei nicht bereit für eine Präsidentin. Und historisch ist diese Wahl längst aus ganz anderen Gründen. Weil die erste Frau mit Chancen auf den Wahlsieg ausgerechnet gegen einen Mann kämpft, der wie ein Gegenentwurf zu ihr wirkt und der wohl gerade deswegen so erfolgreich ist. Seine Anhänger verehren ihn dafür, dass er Politiker verachtet. Sie finden es gut, dass er keine Erfahrung hat. Seine Lügen stören sie nicht. Sie bewundern seine Frauengeschichten, die in Wahrheit Geschichten von Frauenverachtung sind. Trotz seines Erfolgs, 60% der Amerikaner geben an, Trump eigentlich nicht zu mögen. Und auch Hillary Clinton finden 55% unsympathisch. Wer auch immer den Weg ins Weiße Haus schafft, er oder sie wird schon zum Amtsantritt unbeliebter sein als je ein amerikanischer Präsident zuvor. Auch das ist historisch. The line is ready. Put your hands on your weapons. Polizeitraining in Johnstown, Pennsylvania. Wie die Mehrheit der Bürger hier wählen auch die Cops konservativ. Sie setzen auf Donald Trump. Der Law-and-Order-Kandidat soll endlich durchgreifen gegen illegale Einwanderer und all die liberalen Weicheier in Washington. Trumps Botschaft, hier kommt sie an. The day I take the oath of office, Americans will finally wake up in a country where the laws of the United States are enforced. 16, 17, 18. Sie nennen ihn den Colonel, dabei ist John Hugia längst außer Dienst. Er war bei den Marines, Leiter der Polizeiakademie in Johnstown und Stabschef eines Kongressabgeordneten in Washington, D.C. Der 80-Jährige war über Jahrzehnte treues Mitglied der Demokratischen Partei, hat sogar mal Wahlkampf für Hillary Clinton gemacht. Doch nun ist der Colonel zu den Republikanern übergelaufen, hat sich auf die Seite des umstrittensten Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten geschlagen, auf die Seite von Donald Trump. Wortgewaltig erklärt der Colonel, warum mit Hillary Clinton kein Staat mehr zu machen sei.
Dass Donald Trump täglich mit Lügen und Beleidigungen Schlagzeilen macht, stört John nicht. Wie viele Amerikaner traut er der erfahrenen Berufspolitikerin weit weniger als dem provozierenden Außenseiter. Genug mit den Lügen. Wir wählen jetzt Trump. Trump wird gewinnen. Denn es gibt viele, die heimlich für ihn sind, die schweigende Mehrheit. Amerikas Mittelschicht ist überzeugt, dass er der Beste für sie ist. Und Hillary? Ich glaube kein Wort von dem, was sie sagt. Fakt ist doch, dass sie zu oft beim Lügen erwischt wurde. Vor 8 Jahren, ich und Hillary. So eng haben Sie zusammengearbeitet? Um ihr zu helfen, ja. Tat, was ich konnte für sie. Übrigens, ich habe Obama gewählt. 2 Mal. Donald Trump, ein politischer Volltreffer, findet auch Hogias Frau Karen. Dabei könnte sie doch der ersten Frau ins Weiße Haus helfen. Spürt sie gar keine Solidarität mit Hillary Clinton? Ich wähle doch keine Frau, nur weil sie eine Frau ist. So läuft das nicht. Mir geht es um die Prinzipien. Nicht als Verräter der Demokratischen Partei, als stolze Patrioten wollen der Colonel und seine Frau gesehen werden. Mit der Waffe am Gürtel posieren sie wie trotzige Verteidiger amerikanischer Werte und wählen ihren Helden Donald Trump. Nichts läuft ohne Nationalhymne in den USA. Das ist beim Marathon nicht anders. Jasmin und ihre Väter sind gerade noch rechtzeitig angekommen nach 12 Stunden Fahrt. Steve und Michael haben alles verkabelt für die Zeitmessung und sind ziemlich fertig mit den Nerven. 1000 Läufer warten in Kälte und Regen auf den Startschuss. Ganz bei der Sache sind die beiden Eventmanager nicht. Nur noch wenige Tage bis zur entscheidenden Wahl. Es ist Halloween, doch den Vätern spuken Donald Trump und Hillary Clinton im Kopf herum. Und die Frage, welche Hindernisse wohl als nächstes auftauchen im Rennen ums Weiße Haus. Noch mehr Ermittlungen vermutlich. Und viel Geschrei. Trump will das Ergebnis der Wahl ja nicht anerkennen. Ein Schlag ins Gesicht der amerikanischen Geschichte. Und bei Hillary kommt jeden Tag was Neues raus. Ich sage nicht, dass sie nicht mehr taugt als Präsidentin, aber sie schleppt viel Ballast mit sich rum. Egal, wie die Wahl morgen ausgehen wird, Trumps Populismus wird bleiben. Ebenso wie die Intoleranz, die er gesät hat. Wie das Misstrauen in die Politik. Der Angstmacher hat das Land verändert, auf lange Zeit. Populismus ist ein Gift mit Langzeitwirkung. Morgen entscheiden die Amerikaner, wer sie die nächsten 4 Jahre regieren wird. Das gespaltene Land wieder einen, die so unterschiedlichen Welten wieder zusammenführen, das wird die schwierigste Aufgabe sein für den neuen Präsidenten. Oder die neue Präsidentin.